Hallo und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil HD Remaster. Wir starten wieder da, wo wir gestorben sind. Ich habe alles nachgespielt, was nachzuspielen war. Die drei Räume, ich zeige euch das nochmal auf der Karte. Ich hole nochmal die Maus mit ins Bild. Hier oben, wir müssen mal eine Etage höher gehen. Hier oben die drei Räume habe ich gemacht. Dann hier diesen Rittersaal. Dann war ich bei Richard kurz drinne. Und im Anschluss habe ich noch hier in dem Raum die Musiknoten geholt. Genau, dann auf dem Rückweg habe ich alles hoffentlich mal gesäubert. Da dürften jetzt keine Zombies mehr sein hier in dem Bereich. Und jetzt befinden wir uns hier unten im Eck. Und wir schließen jetzt diese Tür auf und wollen diesen Bereich hier erstmal erkunden. Genau, richtig gut. Also starten wir doch mal. So, du-du-dum. Ja, also ich habe nochmal in die Chris-Aufnahme reingeschaut und mir ist aufgefallen, wir haben es auf schwer gespielt mit Chris, aber dieser Schwierigkeitsgrad, diese Stufe hier, die ist irgendwie ein Ticken härter. So, wir gehen jetzt erstmal hier rein, weil ich habe auch ein paar Items mitgenommen. Nein, falscher Knopf, hier müssen wir rein. Hier seht ihr das, ich habe einmal die Chemikalie mitgenommen und einmal den blauen Stein. Weil kennt er ja schon. Da müssen wir das in den Tierkopf reinpacken. Und in den Raum kommen wir jetzt. Also ich habe beim Chris reingeschaut. Der hatte mehr Items. Ja. Achso, ja, hier die Inschrift noch einmal. Ja, ein Tiger im Glanz des blauen und gelben Lichts. So, verwenden. Kommt wie gerufen, denn ich habe aufgrund des Säuberns doch ein bisschen Munition liegen lassen. Das ist nicht so toll. Richtig gut. Oder richtig schlecht, besser gesagt. Aber die Munition ist gut, dass wir die bekommen haben. Sehr, sehr gut. So, hoppala. Warte mal, hier war doch auch noch Munition drin, gell? So, ich will eigentlich nur die Munition abgreifen, weil mehr möchte ich nicht. Ich lasse auch dieses Tagebuch liegen. Genau, perfekt. Sehr schön. Hammer des. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt mal zurück zum Speicherraum und schaffen mehr Platz. Denn wir gehen jetzt Richtung Botanikraum, diesen kleinen Wintergarten, den die da haben, um die Chemikalie zu nutzen. Genau. So. Ich werde es wie beim Chris handhaben, ja? Immer wenn wir voll sind, bringen wir das Zeug zurück. Ja, und ich habe jetzt auch insgesamt viermal gespeichert, weil mir das dann doch ein bisschen zu hart ist. Weil ich habe da echt Angst, permanent zu sterben und dann müsste ich das Ganze nachspielen. So, pass auf, das Feuerzeug und das Petroleum oder den Treibstoff lasse ich mal da. So, wie viel haben wir jetzt da? Drei Plätze. Okay. So. Ja, ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche. Ja, weil für mich sind auch wieder ein paar Tage rum. Ja, ich habe das nämlich am Montag habe ich das Ganze nachgespielt. Wir haben heute Freitag, den 13.05., als ich das aufnehme oder als ich die Folge aufnehme. Und ja, am Montag war das genau, den 9. Da habe ich das nachgespielt und dann hatte ich ehrlich gesagt keine große Lust mehr, weil das schon schwierig genug war. Und ja, muss man ehrlich sein, ich war auch kaputt von der Arbeit. Ja. Genau, so, das Summer. Die Wasserpumpe möchte ich gerne benutzen. Wir nehmen den roten, hatten wir genommen, gell? Lass mal sehen. Ja, perfekt. So muss es sein. So. Kennen wir ja. Und rein damit. Sehr schön. So, wie viele Pflanzen haben wir hier stehen? 1, 2, 3, 4, 5 grüne. Ja, Wahnsinn. Ich hoffe, die kriegen wir alle mit. Drei werde ich auf jeden Fall mischen.
sind die obere Reihe. Okay. So. Sehr gut. Und wir haben schon die zweite Maske. Sehr gut. Wunderbar. Ja, und Jill hält auch nicht so viel aus, habe ich das Gefühl. Na? Die gute. Ah, nee, da. Da rein. So, ich muss trotzdem nochmal darum, oder? Kann ich abkürzen? Nee, Quatsch, oben ist ja alles frei, da kann ich oben rumlaufen, weil ich möchte nämlich noch in den unteren Raum, wo wir den ersten Zombie begegnet sind. Genau, dann nehme ich dann die Musiknoten gleich noch mit. Sehr gut. Da muss ich nochmal ins Esszimmer, genau. Dafür brauche ich das ja auch noch, gell? So, pass auf. Das geht hierher. Die Maske geht daher. Die Heilung geht nach oben. Machst du mal so. Ne, Quatsch. Und diese welche. Ja, jetzt geht wieder die Sortiererei los. Pack mal hierher. So, sehr mau das Ganze. Ah, halt, warte. Ich wollte nochmal das Feuerzeug und den Treibstoff mitnehmen. Weil ich möchte den Zombie dort erledigen. Den möchte ich auf jeden Fall weg haben. Ne, warte mal, wo habe ich es denn hingetan? Ach, da. So, sind wir schon auf dem Weg. Gut. Oh, war das auch bei euch so heiß die Tage? Ja, also bei uns waren es locker mal über 20 Grad. Ein bisschen zu viel auf einmal. Warte mal, kann man da die Tür schon öffnen da hinten? Sie haben die Tür aufgeschlossen. Okay, zack. So, wir laufen oben rum. Esszimmer. Genau, das Emblem müssen wir noch mitnehmen. Und was habe ich vergessen? Die Musiknoten. Richtig. Ihr sagt aber auch nichts. Kann ich nochmal zurückgehen? Ziel fix. Ah, Gehirn wie ein Sieb. Weil ich mir jetzt so auf das Feuerzeug konzentriert habe. Ah, ist ja nicht so schlimm. Die paar Minuten. Oder paar Sekunden, was es dauert. Jupp. Jupp. Sehr schön. Was man nicht im Kopf hat, gell? Hat man in die Fiers. Ich weiß gar nicht, wenn wir Barry so oft treffen, gell? Ob das gut ist oder schlecht ist, wenn man sich so oft helfen lässt, wenn man die ganzen Items bekommt. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall macht Barry einen sehr, sehr komischen Eindruck. So, jetzt habe ich schon das nächste Problem. Ich kann das Item noch gar nicht mitnehmen. Weil mir fehlt ein Platz. Das ist ja schön doof. Ja, dann machen wir das wie... Ah, doch, ich weiß wie. Wir erledigen erstmal den Zombie im Flur. Tipp, 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 tipp. So. Denn wir haben ja noch den Schwertschlüssel. Dauert zu lange, Jill.
Die halten so viel aus. Das ist extrem. Das beunruhigt mich ganz gewaltig. Sie hat den Schwertschlüssel verwendet. Sie brauchen diesen Schlüssel nicht mehr ablegen, jawohl. So, Hammer geöffnet. Da gehe ich jetzt noch nicht rein. Da kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt auch nochmal hin. So. Rüstungsschlüssel verwendet, jawohl. Da wollten wir auch reingehen. So. Wie viel Schuss habe ich jetzt verbraucht? Gelick. Zwei hatte ich noch im alten Magazin. Überlege mal, wie viel Schuss? Das ist ja brutal. 11 Schuss? Wie extrem ist das bitte? So, dann können wir die gleich kombinieren. Wunderbar. So, bevor ich spiele, gehe ich jetzt nochmal zurück, weil ich habe jetzt 2, 3 Plätze frei. Sehr gut. Jetzt holen wir uns auch das Emblem. Das könnte, glaube ich, ein bisschen knackiger werden, das Spiel hier, das Ganze. Ja. Symbol mitnehmen, jawohl. Jetzt habe ich auch mal ein paar News wieder verfolgt. Die Gaming-News über Resident Evil. Da wird noch einiges kommen. Dieses Jahr und beziehungsweise nächstes Jahr. Ja, meistens immer so Updates für die Next Gen. Hier 2, 3 und 7. Und noch andere diverse Sachen. So, jetzt spielen wir aber erst einmal ein bisschen Klavier. Immer wieder schön. Voll geil. Das Tagebuch kennen wir auch schon. Das überspringe ich. So. Genau das haben wir. Wir kommen gut vorwärts, aber trotzdem alle dessen, dass es so knackig ist. So, die Wortfindungsstörung. Entschuldigung. Die Tür hat sich nicht bewegt, also kommt da kein Zombie durch. Das ist gut. So. Ja, die Rätsel sind die gleichen wie beim Chris. So. Das Bild ist die Lösung. Der große Zeiger auf den Kopf, Helm bzw. der kleine Zeiger auf die Rüstung. Auf den Oberkörper. So, man könnte meinen, da wäre schon richtig eingestellt, aber nein. Wir nutzen jetzt das große Zahnrad. Links oder rechts ist ja wurscht. So, nochmal drehen. Jo. Das große. Nein. So, et voilà. Das Bild hebt sich jetzt an. Oder? Ne, die Uhr geht zur Seite. Ah! Das Bild ist immer so markant. Da denkt man immer, da kommt was raus. So, Hausschlüssel mitnehmen. Das müsste prüfen. Der Schildschlüssel sein. Jawohl. Hammer.
Wir sind Hammer. Einfach nur Hammer. Das ist perfekt. Richtig schön. So, ich habe am Mikro auch wieder ein bisschen rumgeschraubt. Ich glaube, jetzt ist es ein bisschen lauter. Hoffe ich zumindest nicht, dass ich das Problem hatte, dass hier, weil ich komme ja ab und zu an den Regler ran, weil der so an dem durch die Bewegungen reibt, dass der mir das laut und leise macht, dass es daran lag, dass ich mich so leise anhöre. Und für euch ist das jetzt massiv laut. Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Müsst ihr mir mal sagen, ob das vom Mikro her so passt. Das wäre mega. Genau, wir haben jetzt den Schlüssel. Wir gehen Richtung... Warte, guckt auf die Karte. Wir gucken jetzt mal Richtung Osten, weil ich nehme die Maus wieder mit rein. Gehen jetzt quasi nach oben. Hier in diesen Weg. Weil rein theoretisch könnten wir jetzt hierher gehen. Dafür brauchen wir diesen Schildschlüssel, glaube ich. Um den hier zu öffnen. Das war der Helmschlüssel. Helmschlüssel. Ja, genau. Oh, da müssen wir... Oh, ob wir das schaffen. Ich nehme vorsichtshalber mal das Messer dann mit. Weil ihr wisst, was da kommt, gell? Wir gehen jetzt erstmal, die Maus kommt wieder raus, dankeschön. Und jetzt gehen wir erstmal Richtung Speicherplatz. Oh, es ist herrlich, wenn es so schön ruhig ist. Weil munitionstechnisch sind wir richtig mau. So, ihr seht es, hier habe ich aufgeräumt. Den Zombie habe ich auch weg. Zap, zap. Rein theoretisch. Wir nutzen den noch nicht. Wir gehen noch hier rüber in die Galerie. Der Türgriff sieht aus, als würde er gleich abfallen. Oder auseinanderfallen. Ja, trotzdem hindurchgehen. Ja, wollen wir. Wir wollen hindurchgehen. Und ich habe Wortfindungsstörungen. Bipapup. Auch wieder viel geredet, viel gequatscht. Okay, den habe ich noch nicht erledigt. Den lasse ich auch in Ruhe ablegen und rein. So, Rüstungsschlüssel haben wir auch schon alle Türen mit geöffnet. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Wir gucken uns das Bild vorne nochmal an. Da haben wir es. Elisa, geschützt von den drei Geistern. Das Bild einer Frau mit Armband, Halskette und Krone. Am Unterrand des Bilds ist ein Schalter. Möchte man nicht betätigen. Nein, weil dann gehen die oben die Viecher nämlich an. So, den alten Mann. Trägt eine Kette. Das Rad ist, Glas ist rot. Und wir nehmen jetzt Violett. Und Violett passt. Ne, den nicht. Der hier, gell? Die Krone war grün. Ja, passt. Das Armband orange. Ja, kann man sich jetzt streiten, ob es orange ist oder nicht. So, bididum. Du, bididum. Jetzt betätigen wir den Schalter und Sesam, öffne dich. Perfekt. Jawohl, somit haben wir schon die dritte Maske. Sehr gut. So, hier können wir aufmachen. Jo. So, jetzt hoffe ich natürlich, dass der Türgriff noch funktioniert. Nicht, dass das der Trigger ist, damit die der Türgriff nicht mehr dran ist. Das weiß ich nicht. Nee, hat noch funktioniert. Perfekt. Weil so oft sind wir da noch gar nicht durch, gell? Ich glaube noch nicht einmal. So. Perfekt. Die dritte Maske. Und wir machen jetzt erstmal hier Part Ende. Das mit dem Schildschlüssel möchte ich mir für die nächste Folge aufheben, weil ich glaube, das wird mehrere Versuche in Anspruch nehmen.
Gehe ich ganz stark von aus. So, hier seht ihr das. Viermal haben wir gespeichert. Jetzt das fünfte Mal. Perfekt. Und ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr mich weiterhin begleitet bei Resident Evil, dem HD-Remaster. Ciao, macht's gut.